China kriegt Covid-19 nicht mehr in den Griff. Und es gibt jetzt einige, die sagen, die Zeit ist reif, dass der BioNTech-Impfstoff jetzt auch nach China kommt. Und für BioNTech wäre das jetzt endlich natürlich wieder ein neuer großer Markt. Und es gibt auch andere Aktien, die davon profitieren würden. Es gibt aber umgekehrt auch Aktien, die davon profitieren könnten, wenn der BioNTech-Impfstoff nicht nach China kommt. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen und ganz kurz nochmal zum letzten Video, also der Verbot der russischen ADRs durch Russland und zu diesem Zwangsumtausch in Originalaktien, der aber möglicherweise nicht funktioniert. Ich habe dazu aufgerufen in dem Video, dass Sie, sofern Sie betroffen sind, Ihren Broker jetzt mal nerven und gegebenenfalls Erkenntnisse, die Sie da gewinnen, auch mitteilen hier den anderen Zuschauern. Und ich kann wirklich nur sagen, ganz herzlichen Dank für die vielen Kommentare und für die vielen Zuschriften, die auch hoch aufschlussreich sind zum Teil. Also ich habe auch das Gefühl, es tut sich da auch langsam ein bisschen was. Also dass sich der Sektor da jetzt zumindest mal auseinandergesetzt hat in den letzten Tagen mit dem Problem. Anleger aller Länder, vereinigt euch. Es geht mir ja nicht darum hier, dass ich da jetzt jemandem die Schuld an dem zuweise. Wenn das Ganze nicht geht, dann geht es auch nicht. Aber es ist schon mal wichtig, dass sich unsere Banken in der Sache da mal kümmern und uns da nicht einfach nur abwimmeln. Und es gibt jetzt auch eine neue Stellungnahme von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, ist auch ganz interessant. Es ist aber immer noch die Frage offen, meines Erachtens, ist das dann in der Praxis auch wirklich abwickelbar? Also hoffen wir da das Beste. Ich werde das alles natürlich auch weiter verfolgen und dann auch wiedergeben hier. Und im schlimmsten Fall mache ich dann einfach ein Video mit die dümmsten Stellungnahmen unserer Direktbanken in aufsteigender Reihenfolge. Folge dann ein paar heiße Kandidaten, dafür habe ich auch schon. Okay, jetzt sind wir aber in China. China, das sich im Vergleich zu Russland zumindest gerade wieder richtig gut anfühlt. Allerdings, da sind auch gerade die großen Lockdowns leider, die sich ja wie gesagt hier schon zum Teil ja erstreckt haben über 190 Millionen Menschen und die wirtschaftliche Folgen haben natürlich auch, die man jetzt auch fürchtet auf der ganzen Welt und man fürchtet eben auch, dass die Null-Covid-Politik in China jetzt noch länger weitergeht und das Virus aber trotzdem nicht eindämmen kann. Und im Zuge dessen gibt es eben auch die Spekulation im Moment, China könnte jetzt auch andere Impfstoffe zulassen aus dem Westen, speziell den Impfstoff von BioNTech. China braucht ja jetzt irgendwie doch eine Lösung. Das kocht also gerade wieder hoch, zum Beispiel vor ein paar Tagen auch in einem großen Beitrag im Spiegel. Für die Aktie wäre es natürlich gut. BioNTech war ein Highflyer, die sind immens gestiegen, aber das Hoch war auch schon erreicht im August 2021 und seitdem sind sie über 60% im Minus. Was auch heißt, das KGV auf den Gewinn vom letzten Jahr, das liegt jetzt leicht über 3. Aber damals im August war der Börsenwert eben bei 90 Milliarden Euro und spätestens da haben sich dann eben viele Anleger schon gedacht, das geht ja hier nicht immer so weiter. Irgendwann braucht den Impfstoff keiner mehr oder wird deutlich weniger gebraucht. Und das ist jetzt eben auch die Situation. Also sie werden dieses Jahr auch noch viel verkaufen. Sie haben ja die Lieferverträge, aber die Nachfrage an sich, die geht jetzt schon stark zurück, muss man sagen. Und die Lage ist ja da so verzweifelt, dass der Westen jetzt sogar Impfstoffe liefert an Entwicklungsländer. Vor einem Jahr war das völlig undenkbar. Da hatten wir nichts für die übrig, aber auch gar nichts. Die sind alle nur von China beliefert worden damals. Sie erinnern sich, das war Chinas berüchtigte, bösartige Impfstoffdiplomatie. Also, die Nachfrage schrumpft, ist für BioNTech jetzt natürlich blöd, weil
weil bis die anderen Produkte da sind, an denen sie auch arbeiten, das dauert jetzt natürlich noch Jahre. Das heißt, entweder Omikron kommt jetzt endlich mal wieder in die Pötte bei uns mit einer ernsthafteren Variante, sodass die Anleger das Gefühl haben, da müssen wir jetzt noch jahrelang boostern mit BioNTech-Impfstoffen. Die Aktie, die steigt zurzeit ja sowieso nur noch dann, wenn gemeldet wird irgendwo, dass die Wirkung von den Impfstoffen schneller als erwartet nachlässt. Das spricht auch schon Bände. Oder aber eben alternativ ein großer neuer Markt mit 1,4 Milliarden Menschen und mit einer Regierung, die entschlossener ist, das Virus einzudämmen als fast alle anderen Regierungen, also China. Und am besten da dann noch eine Impfpflicht, weil China sperrt sie ja problemlos 3 Wochen lang ein mit ihrer Schwiegermutter, aber es gibt da keine Impfpflicht, kann aber auch noch kommen. Nur wie wahrscheinlich ist das, dass China den BioNTech-Impfstoff zulässt? Also es gibt da wohl Gespräche und das Verfahren läuft ja sowieso, aber so weit waren wir schon mal. Das hier ist eine Meldung vom 16. Juli 2021 hier vom Magazin The Diplomat, der sich aber immerhin berufen hat auf einen Artikel in Caijing. China steht hier, plant den BioNTech-Booster für seine Bevölkerung. Als Grund wird angeführt, die Effizienz der Impfstoffe aus dem eigenen Land von Sinopharm und Sinovac, die wird nach wie vor in Frage gestellt. Aber was ist dann passiert am Ende? Es ist rein gar nichts passiert. BioNTech ist heute noch nicht zugelassen, immer noch nicht in China und das hat ja schon fast ein bisschen was Tragisches. Fosun Pharma, die Pharma-Tochter von der Beteiligungsgesellschaft Fosun, beide börsennotiert, die ist bei BioNTech eingestiegen im März 2020, hat da einen Anteil von 1% gekauft und hat sich für die Impfstoffe die China-Vertriebsrechte gesichert. Und ich habe im Zukunftsmärkte Insider, das ist unser Bezahlbörsendienst, BioNTech zum Kauf empfohlen, zum spekulativen Kauf, damals am 19. März 2020. Da war noch kein Impfstoff zugelassen und nichts. Und die haben sich dann in der Spitze versiebenfacht. Ich klopfe mir natürlich heute noch auf die Schulter dafür. Ich wäre aber natürlich auf BioNTech gar nicht gekommen, wenn Fosun da nicht eingestiegen wäre, weil ich habe ja mit deutschen Biotech-Firmen jetzt an sich nichts am Hut. Jedenfalls, Fosun Pharma ist da eingestiegen vor über 2 Jahren. Sie haben investiert, sie haben letztes Jahr auch schon gesagt, sie könnten jetzt 1 Milliarde Impfstoffdosen herstellen für China pro Jahr. Aber nichts ging voran und das Verfahren zieht sich, sodass man schon vermuten kann mit einer gewissen Berechtigung, dass Peking das bewusst verschleppt. Und hier haben wir die Aktie von Shanghai Fosun Pharma, da sieht man auch deutlich, wie sie letztes Jahr im Frühjahr und im Sommer nach oben geschossen sind, plötzlich, also übrigens auch komplett entgegengesetzt zum chinesischen Markt. Der ist ja in der Zeit stark gefallen. Diese Aktie ist gestiegen, weil die Anleger gehofft haben, jetzt kommt eben der Impfstoff von Fosun und von BioNTech nach China. Und dann ist sie aber wieder in sich zusammengefallen, als man dann gemerkt hat, das wird wahrscheinlich doch nichts. Und diesmal auf die neuen Gerüchte, diesmal hat es eigentlich so gut wie gar keine Reaktion darauf gegeben. Insofern, es wäre noch nicht drin im Kurs, wenn es jetzt so kommt. Fosun Pharma wäre davon natürlich ein Profiteur. Und wenn man darauf wetten will, dass der BioNTech-Impfstoff kommt nach China, dann würde ich fast sagen, ist das im Moment auch die bessere Aktie. Oder zumindest die risikoärmere Aktie, weil BioNTech hat im Moment eben nur den Impfstoff. Fosun Pharma ist breiter aufgestellt. Hat Biotech-Beteiligungen, Medizintechnik-Beteiligungen, Generikas in Indien auch. Und die Vision von denen war ja immer, China soll Medizin kriegen und soll Therapien kriegen in der gleichen Qualität wie die reichen Länder im Westen. Es ist aber auch ein bisschen gemischt Warenladen, das Ganze. Aber Umsatz und Gewinn sind die letzten Jahre immer gestiegen und sie sind jetzt auch bewertet auf den Gewinn vom letzten Jahr mit einem KGV von 14,5. Das ist also schon okay. Und wenn jetzt der Impfstoff kommt, dann gibt es eben noch ein gewisses Kurspotenzial und wenn er nicht kommen sollte, dann bringt es die aber auch nicht mehr um. Und Sie kriegen das noch ein bisschen detaillierter von uns in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report.
Da gehen wir mal Aktien durch aus dem chinesischen Pharma- und Biotech-Sektor, 4 Stück, darunter eben auch Fosun Pharma. Es ist ja ein Sektor, der wie die meisten Sektoren in China auch unter Druck gekommen ist in letzter Zeit, aber wie wir glauben, eben nicht immer ganz berechtigt. Und die Reports von uns, die sind gratis, die kommen einmal die Woche und Sie müssen sich dafür auch nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Wie gesagt, diesmal mit 4 China-Pharma-Aktien und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Warum verschleppt China denn diese Zulassung von dem BioNTech-Impfstoff oder warum möglicherweise? China hat natürlich die eigenen Impfstoffproduzenten, vor allem Sinovac und Sinopharm. Sinovac seit Jahren leider nicht mehr handelbar, ist ein bisschen bedauerlich. Aber was ist mit Sinopharm? Warum sind die eigentlich nicht gestiegen? Die müssten doch super im Geschäft sein im Moment mit diesem Impfstoff, den sie da haben. Sie sind deswegen nicht gestiegen, ich habe es ja schon mal gesagt, weil das, was hier börsennotiert ist, in Hongkong, das ist nicht der staatliche Impfstoffproduzent, sondern das ist eine Tochter, die auch Sinopharm heißt, mit Pharma-Großhandel, Medizintechnik und einer Apothekenkette. Ich finde die Aktie zwar gut, der Gewinn steigt nicht viel, aber es geht da auch seit Jahren konstant nach oben, egal was passiert ist. Sie sind also wahnsinnig stabil. Und das KGV ist bei ungefähr 5, Dividendenrendite bei über 5%. Ich finde, das ist eine sehr gute defensive Aktie. Der Markt ist aber leider offensichtlich anderer Meinung. Aber zum Impfstoff. Also die chinesischen Impfstoffe, das sind klassische Impfstoffe gegen Covid, die sind auch weniger wirksam und viele Leute sagen, China bräuchte jetzt eben auch einen hochwirksamen mRNA-Impfstoff. Dann könnten sie die Beschränkungen vielleicht auch eher lockern. China hat aber an sich gar kein Impfstoffproblem. Das ist eine Grafik von Bloomberg. Der Anteil der Bevölkerung, der vollständig geimpft ist, ist mit 88% mit an der Weltspitze. Höher als in Deutschland und um einiges höher als jetzt zum Beispiel in den USA oder in Indien. Das Problem, das wissen Sie vielleicht noch aus meinem Video von letzter Woche, das Problem sind da die älteren Herrschaften. Das hier ist von der Financial Times. Dunkelblau sind 3 Impfdosen, rot ist überhaupt keine Impfung. Und der Anteil von denen, die gar keine Impfung haben, der steigt eben, wie man sieht, mit zunehmendem Alter immer mehr. Und der ist dann bei den über 80-Jährigen ganz rechts schon bei 40%. Die haben sich die letzten Jahre natürlich gedacht, ja, das Virus ist doch eingedämmt in China. Also warum sich impfen lassen mit den ganzen möglichen Nebenwirkungen und Risiken? Aber das sind jetzt natürlich die besonders Gefährdeten, um die sich Peking auch die meisten Sorgen macht. Und Boosterimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff, das sagen zumindest die Fachleute jetzt, das wäre da jetzt schon ein Fortschritt. Aber die Grafik hier, die ist auch von der Financial Times. Das Sterblichkeitsrisiko bei über 60-Jährigen relativ zu Ungeimpften. Und dunkelblau ist hier BioNTech/Pfizer der Impfstoff und hellblau Sinovac. Bei einer Impfung mit einem, bei einer Impfung oder bei 2 Impfungen, da ist BioNTech noch viel wirksamer, deutlich überlegen. Aber ab der dritten Impfung, da relativiert sich's komplett. Sinovac ist dann ab der dritten Impfung genauso wirksam und das kann natürlich schon ein Totschlagargument sein für jemanden, der sagt, bleiben wir doch in China lieber bei unseren Impfstoffen, weil wenn man eine starke Wirkung will, braucht man BioNTech eigentlich gar nicht. Man muss es nur schaffen, dass sich alle dreimal impfen und wenn China das schaffen will, dann schaffen sie das vermutlich auch. Und dann gibt es ja auch noch die mRNA-Impfstoffe, die die Chinesen selber entwickeln. Das tun mehrere, zum Beispiel CanSino Biologics und CSPC Pharmaceutical, ein Pharmakonzern. Die gehen damit jetzt auch immerhin in die erste Testphase. Und das ist der Chart von CanSino Biologics. Die sind nicht groß, aber die haben schon einiges geschafft. Zum Beispiel ihren Ebola-Impfstoff 2015.
Ich habe die Aktie vorgestellt hier in einem Video am 20. März 2020. Sie ist dann von 17 Euro hochgeschossen auf 46 Euro, hat sich also mehr als verdreifacht. Aber jetzt ist sie wieder bei 10 Euro. So ist es manchmal im Biotech-Sektor. Und CanSino, das klingt ja auch schon wie Casino oder so, klingt ja schon eh wie eine reine Zockeraktie. Aber ganz so ist es nicht mehr bei denen. Sie machen nämlich seit letztes Jahr Gewinn und auf den vom letzten Jahr, auf den Gewinn, sind sie auch nur bewertet mit einem KGV von 8,5 und zahlen jetzt sogar auch Dividende. Und sie beherrschen offensichtlich mRNA-Technologie. Und auch bei CanSino und bei CSPC, auch da können sie tiefer einsteigen, wenn sie wollen, und mehr erfahren. In dem Fall bei meinem Kollegen Erik Nebe auf seinem neuen Kanal, den ich ja neulich schon vorgestellt habe, China to Invest. Da gibt es jetzt eben auch ein neues Video zu CanSino und CSPC Pharma und zu dem mRNA-Impfstoff, an dem die gerade arbeiten. Das Hauptrisiko für CanSino kurzfristig, das ist eben natürlich, dass der BioNTech-Impfstoff kommt nach China, noch bevor sie ihren eigenen zugelassen kriegen und dass dann das Thema schon erledigt ist. Und der Hauptprofiteur davon, das wäre dann wie gesagt auf der anderen Seite wahrscheinlich Fosun Pharma, und BioNTech selber würden sicherlich auch profitieren. Und das Ganze ist denkbar, aber wie gesagt, es gibt auch ein paar Dinge, die dagegen sprechen. BioNTech ist natürlich trotzdem eine Aktie, die man verfolgen sollte, also einfach wegen der mRNA-Technologie natürlich, wo die selbstverständlich ja auch mitführend sind. Und wenn stimmt, was man so hört drüber und was man so liest, dann ist es ja auch bei allen Debatten, die es natürlich auch gibt, eine relativ revolutionäre Technologie. Und die Ursprungsidee, die war ja, dass man eines Tages Krankheiten sowie Krebs und vieles andere damit dann einfach wegimpft, mehr oder weniger. Das wird alles noch eine Weile dauern und andere Unternehmen werden sich die Technologie natürlich auch aneignen, auch chinesische Unternehmen, wie wir gesehen haben. Aber verfolgen sollte man das schon als Anleger, auch wenn es jetzt vielleicht noch nicht das Thema ist im Moment. Es kann sich da aber noch viel tun. Was auch immer unser Problem ist, in 20, 30 Jahren, wir impfen das dann einfach weg. Ist eine tolle Sache. Okay, damit genug. Sie können jetzt gleich direkt rübergehen zum Video vom Erik über CanSino Biologics und CSPC Pharma auf China to Invest. Und denken Sie natürlich außerdem noch dran, dass Sie sich eben auch noch eintragen für unsere gratis Zukunftsmärkte-Reports, diesmal mit 4 chinesischen Pharma- und Biotech-Aktien aus China, www.zukunfts-märkte.de. Und schon sind Sie ein China-Pharma-Experte innerhalb von wenigen Tagen. Wer hätte das gedacht? Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis bald und alles Gute Ihnen.